So, das ist hier mal richtig weit weg. Und zwar ist das ganz da im Osten. Ich klicke mal hier auf die Koordinaten. Das ist eine winzige Insel. Hier sind die Philippinen und dann noch weiter östlich Guam. Die senden mit nur 100 Kilowatt, aber in die richtige Richtung. AZ heißt Azimut. Das ist die Richtung. 360 Grad ist ja direkt nach Norden und 335 ist halt so ungefähr 30 Grad weniger. In diese Richtung, also nach Deutschland, nach Europa. Nun gut, bin ich ja erstaunt, dass er das so schön empfängt. Naja, so einigermaßen jedenfalls. So, erstaunlicherweise ist, so das sind jetzt 9325, jetzt habe ich hier den AOR, nur mit einer Teleskopantenne, allerdings eine Breitbandantenne, also von 25 bis 1300 MHz. Aber dass der das überhaupt empfängt, ne? Die Antenne ist allerdings auf dem Dach. Während die Antenne hier, die ist vom Fenster. Also Kurzwelle kommt immer durchs Fenster, wie ich jetzt gerade gelernt habe. Das ist hier die AOR LA390. Das ist sehr praktisch. Man kann, die sitzt ja eigentlich hier drauf, aber man kann die auch mit dem Kabel einfach vors Fenster hängen. Und jetzt kommt noch eine Überraschung. Jetzt kommt noch eine Überraschung, nämlich hier der Text an. Bisschen mehr Licht. 9325. Den Text an habe ich jetzt mal probiert mit der. Die nennt sich Sony AN. LP1 ist das. Bei der LP2 kann man die Frequenzen nicht einstellen. Die ist auch preiswerter. Und da ist so eine Loop-Antenne dabei. Mit dem Kabel. Das hat auch gleich einen Klinkenstecker. Ist also dafür gemacht. Funktioniert aber nicht mit allen Radios. Also es funktioniert mit dem SW9600 und ich gehe mal davon aus, auch mit den Nachfolgern G und GR und mit dem SW07, also dieses aufklappbare Radio, ja, und offenbar mit dem PL660. Das erkennt man daran, dass es ist zwar jetzt ausgeschaltet, aber trotzdem leuchtet die Lampe. Wenn ich nämlich diese Antenne an zum Beispiel dieses Radio anschließe, leuchtet die Lampe nicht. Und es funktioniert auch nicht. Bringt nichts. Wenn ich sie anschalte, ändert sich nichts. Kann ich sie auch ausgeschaltet lassen. Verbraucht wenig Energie. Sehr praktisch ist hier dieses Aufroll-Ding. Da kann man also, ist ideal für die Reise. Kann man das aufrollen und diese Antenne kann man so zusammenknoten und dann ist die ganz klein, kommt die in so ein Täschchen. Das Täschchen ist ungefähr so 15 x 15 cm
groß. Kann man also locker in den Rucksack packen oder so. Ja, aber auch sehr guter Empfang. Synchrondetektor, USB. Ohne Sinn. Aber seit ich die künstliche Erde habe, empfängt das Gerät wesentlich besser. Unglaublich. Ich habe gerade einen neuen Lautsprecher bestellt, weil der ist nix. Ja, jetzt können wir nochmal den hier. Der ist allerdings mit interner Antenne. 9325. Ohne. Nur mit der Teleskopantenne. Und mit dem Preselektor. Jo. Erstaunlich.